Im vorherigen Video hatte ich gezeigt, wie Fehldrucke in einem Mixer zu Rohmaterial für meinen Direktextruder geschreddert werden können. Zu sehen war, dass Partikel unterhalb einer bestimmten Größe von der rotierenden Klinge des Mixers nicht mehr weiter zerkleinert werden können. Industrielles Granulat konnte mit dem Mixer nicht effektiv aufbereitet werden. Um meinen Direktextruder auch mit frischem Material betreiben zu können, habe ich daher aus einer billigen Oberfräse eine günstig und schnell nachzubauende Vorrichtung konstruiert, die industrielle Pellets zu feinem Kunststoffpulver mahlen kann. Werfen wir einen Blick auf das Innenleben des Mahlwerks. Dieses befindet sich in einer Blechdose. Der Stator besteht aus spiralförmig angeordneten M6er-Schrauben. Der Motor treibt ein Fräswerkzeug mit vier Klingen und einem Durchmesser von 50 mm an, das als Rotor fungiert. Wie im vorherigen Video gezeigt, besitzen die Pellets eine zu geringe Masse, um Material alleine mit einer rotierenden Klinge effektiv abzuschlagen. In dem Mahlwerk finden andere Prozesse statt. Gerät ein Pellet zwischen den Stator und die rotierende Klinge, so kann das Kunststoffteil nicht ausweichen, wird also mit voller Wucht von der Klinge getroffen. Damit wird Material von dem Pellet abgeschabt bzw. abgeschlagen. Damit das funktionieren kann, muss das entsprechende Partikel zwischen Stator und Rotor eingeklemmt werden. Ist der Spalt zu groß, so fliegt das Teilchen wie auch im Mixer von der Klinge weg, ohne dass Material abgetragen wird. Auch bei einem zu kleinen Spalt kann kein Partikel zwischen Rotor und Stator eingeklemmt werden. Das ist der Grund, warum die Schrauben des Stators spiralförmig angeordnet sind. Somit sind Spalte unterschiedlicher Größe zwischen Stator und Rotor vorhanden. Da während des Mahlvorgangs die Pellets immer kleiner werden, ist dennoch immer irgendwo ein Spalt, zwischen dem dieses Partikel weiterhin eingeklemmt und somit zerkleinert werden kann. Der Mahlvorgang ist ein statistischer Prozess, welches Partikel, wann und wo zwischen Klinge und Stator gerät, wird vom Zufall bestimmt. Wie auch im Mixer wird dem Mahlgut Wärme zugeführt. Nach einer Minute hat sich die Blechdose im Innern von ursprünglich 15 Grad Celsius auf fast 27 Grad Celsius erwärmt. Da PLA bereits ab 40 Grad Celsius weich zu werden beginnt, macht es Sinn, die Blechdose zu kühlen. Im einfachsten Fall bläst ein Ventilator auf die Dose, womit sich der Innenraum in einer Minute lediglich auf etwa 23 Grad Celsius erwärmt. Neben dem Zersparen wird auch durch Reibung zwischen Rotor und Mahlgut Wärme erzeugt. Dabei sorgen insbesondere die staubförmigen Partikel für eine Dämpfung des Mahlvorgangs und hohe Reibungswärme. Um den Staub aus dem Innern zu entfernen, befindet sich ein Sieb an der Außenwand. Dieses besteht aus 1 mm Bohrungen in der Dosenwand. Da der Plastikstaub das gewünschte Endprodukt ist, wird dieser in einem Plastikbeutel aufgefangen. Das ganze System ist staubdicht, zumindest prinzipiell. Der hier zu sehende Proof-of-Concept-Prototyp besitzt noch so ein paar Ritze, durch die der Staub nach außen dringen kann. Versehen wir die Dose mit einem durchsichtigen Deckel und werfen einen Blick auf den Mahlvorgang. Zu sehen ist, dass die Pellets wild umherfliegen. Das unkontrollierte Umherfliegen der Pellets hat einen kühlenden Effekt. Die Klinge trifft nicht immer auf dieselbe Stelle eines Partikels, stattdessen wird immer ein neues, nicht ganz so warmes Teilchen als nächstes zermahlen. Auch anzumerken ist, dass der Füllgrad einen Einfluss auf den Mahlgrad hat. Die Dose darf weder zu voll noch zu leer sein.
Besonders mit nur wenig Granulat in der Dose sind sogenannte Dead Spots zu sehen, also Stellen, an denen sich Kunststoffteilchen ansammeln und nur wenig durchmischt werden. Das gilt es durch ein geändertes Design zu verhindern. Der Stator sollte in die Wand des Gefäßes integriert werden, was den Gefäßdurchmesser deutlich verkleinert. Ferner schabt der Fräser momentan mehr oder weniger nur an der Außenkante. Selbstverständlich können auch zwischen Gefäßboden oder Deckel und Rotor entsprechende Spalte vorgesehen werden und ein Fräser mit breiteren Klingen sollte ebenfalls zu einem höheren Materialdurchsatz beitragen. Der Stator muss nicht aus Schrauben bestehen, auswechselbare Klingen sind ebenfalls denkbar. Das Gefäß kann deutlich kompakter gestaltet werden. Da permanent Mahlgut über das Sieb entfernt wird, kann im Prinzip mit einer anderen Deckelkonstruktion auch permanent frisches Granulat zugeführt werden. Das Mahlwerk ist für kontinuierliche Produktion von Kunststoffstaub geeignet. Auch können die im Mixer vorzerkleinerten Fehldrucke ohne zu sieben direkt in dem Mahlwerk zu neuem Rohmaterial für den 3D-Druck weiterverarbeitet werden. Wie im vorherigen Video bereits gesagt, wird beim Mahlvorgang auch das Mahlwerkzeug malträtiert. Werfen wir daher einen Blick auf das Fräswerkzeug in Neu und nach dem Videodreh. An der Schnittkante ist in der Tat ein wenig Material abgetragen worden. In der Experimentierphase kann es aber auch sein, dass die Klinge mal an einer Statorschraube geschrammt hat. Zu sehen ist außerdem, dass offensichtlich auch Pellets hinter der Schneide von dem Fräser zertrümmert wurden. Hier wurde die gelbe Farbe abgeschabt. Ebenfalls bereits gesagt wurde ja, dass der Mahlvorgang ein statistischer Prozess ist. Die Vorgänge im Innern der Dose sind etwas komplexer als bislang dargestellt, aber für heute belasse ich es mal mit der grauen Theorie. Werfen wir einen Blick auf die Maschinenparameter, auch wenn diese für den Proof of Concept Prototypen nicht überbewertet werden dürfen. Der Fräsmotor läuft auf der niedrigsten Stufe und konsumiert dabei etwa 140 Watt an elektrischer Leistung. Mit dieser Einstellung rotiert das Spannfutter im Leerlauf mit etwa 13.000 Umdrehungen pro Minute. Die Korngröße des Endprodukts ist deutlich kleiner als beim Granulat, das mit Mixer und Sieb im vorherigen Video gewonnen wurde. Auch wenn noch viele Punkte zu optimieren sind, um einen höheren Materialdurchsatz zu erzielen, funktioniert das Ganze prinzipiell jedenfalls schon einmal und ich kann Rohmaterial für meine weitere Forschung rund um den Direktgranulat-Extruder gewinnen. Vielen Dank an alle Personen, die meine Arbeit an Open-Source-Maschinen bereits durch einen Obolus unterstützt haben. Wie ihr mich mit einer kleinen Finanzspritze für zum Beispiel eine Dose Erdnüsse weiter motivieren könnt, ist auf meinen Seiten nachzulesen. Auch dieses Video wurde durch eine besonders hohe anonyme Einzelspende ermöglicht, ein besonderes Dankeschön hierfür. Die Nachbauanleitung des Mahlwerks und weitere Infos gibt's wie immer auf meinen Seiten. Klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angucken. Und bis bald!